Hallo zusammen. Bevor das Video beginnt, möchte ich euch auf ein paar Bildern kurz zeigen, worum es eigentlich geht. Kürzlich haben wir diesen Grenadier gekauft. Er ist gut ausgestattet und hat auch die außenliegenden Airline-Schienen, die sich unter anderem bestens für die Montage einer GoPro-Kamera eignen. Das rief natürlich nach einem kleinen Selbstbauprojekt. Also habe ich mir zunächst solche Fittings für Airline-Schienen besorgt. Dazu noch zwei Teile aus dem RAM-Mount-System, nämlich eine Basisplatte mit einer Kugel der Größe A, das sind 9/16 Zoll, und einen dazu passenden Montagearm. Für die Montage der Kamera habe ich den hier markierten Teil aus so einer Halterung genommen. Die gibt es preiswert im Web zu kaufen. Die Fittings haben aber M8er Schrauben und die sind für die zuvor abgebildete Basishalterung zu groß. Deshalb habe ich die Schrauben vorne zunächst etwas abgedreht, so dass ich ein 6 mm Gewinde darauf schneiden konnte. Die Bohrungen in der Kugelplatte habe ich auf 6,5 mm aufgebohrt. Und so habe ich das Ganze dann angeschraubt. Die Bohrungen in der Kugelplatte passen nach dem Aufbohren auf 6,5 mm genau über die beiden Fittingschrauben. Die 6er Gewinde sind zwar etwas kurz geraten, reichen aber aus, um die Basisplatte fest gegen den M8er Teil der Fittings zu verschrauben. Hier die fertige Montage, die sich als sehr stabil erwiesen hat. Es sind keine Vibrationen sichtbar, auch nicht auf holprigen Straßen. So wie ich die Kamera montiert habe, kann ich sie vom Fahrersitz aus einstellen und ein- und ausschalten. Mit einer Fernbedienung kann man das zwar auch machen, aber einschalten geht damit nicht. Ich werde vielleicht noch eine weitere Halterung für eine Powerbank und damit für längere Nutzungszeiten machen. Hier nun meine erste Testfahrt, bei der es allerdings schon dunkel zu werden begann. Viel Spaß bei der Fahrt in die Dämmerung. Thank you.